Heute ist das Thema mal der israelische Personalausweis, der da auf Hebräisch Teudat Zehut genannt wird. Oder offiziell kann man euch auch nach dem Teudat Mezahah fragen. Das wäre dann auch der Teudat Zehut, also der Personalausweis. Und es gibt da bestimmte Regelungen für den Personalausweis, was, wann, wie, wann, wo, alles Mögliche. Und manchmal ist man auch eingeschränkt, wenn man nur den Personalausweis hat. Und das möchte ich mal heute so ein bisschen kurz erläutern. Hoffentlich vergesse ich nichts. Ich hoffe, dass der Ventilator im Hintergrund nicht so stört, aber es ist natürlich hier warm in Israel, es ist Sommer. Und ohne Ventilator geht's nicht. Manche haben eine Aircondition, eine Klimaanlage. Ich habe das nicht, also ich habe den Ventilator. Okay, fangen wir mal an. Wenn ihr wissen wollt, wie der israelische Personalausweis ausschaut, der ist, wie soll ich sagen, so mehr so hellblau, sowas in der Art. Könnt ihr das gerne googeln. Ihr könnt ja israelischer Personalausweis oder Israeli Identity Card oder sowas googeln und dann könnt ihr sehen, wie das Ganze ausschaut. Also es ist so ungefähr in der Größe wie der ehemalige deutsche Personalausweis, den ich noch kenne, der da grau war. Aber der israelische Personalausweis, das ist eigentlich eine Karte, eine Ausweiskarte. Und diese Karte steckt in einem blauen Mäppchen, in so einem Plastikmäppchen. Und auch in diesem Plastikmäppchen ist ein Zettel enthalten mit der Adresse. Aber dieses Zettelchen muss nicht unbedingt sein. Bei mir ist es recht unleserlich, weil irgendwie nutzt sich das immer ab nach einer Zeit. Weiß ich auch nicht. Aber ja, vielleicht muss es drin sein, kann auch sein. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass man diese Karte hat, den Teudat Zehut, den Personalausweis mit dem blauen Mäppchen drumherum. Wobei das blaue Mäppchen, ich habe auch schon Leute gesehen, die haben das gar nicht mehr im Mäppchen gehabt. Aber egal. Bekommen tut man den Personalausweis in Israel in jedem Misrat Hapnim, das heißt Innenministerium, jede größere Gemeinde, also Stadt, Kleinstadt, Großstadt, egal, hat eine Niederlassung des Innenministeriums. Man geht also nicht auf das Rathaus, sondern zum Innenministerium, Misrat Hapnim, und beantragt einen Personalausweis. Heutzutage macht man das auch alles online. Also es gibt eine Website vom Innenministerium, da kann man das alles online beantragen. Es kostet was? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Keine Ahnung. Also es hat mal 150 Shekel gekostet, 180 oder so um den Dreh. Das wären, ich sage jetzt einfach mal 40, 50 Euro. Kann auch ein bisschen teurer sein. Ich habe jetzt gar nicht die Preise gegoogelt, weiß ich nicht. Aber es funktioniert auch online und es wird einem dann normalerweise, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, mit der Post zugestellt. Nur ist die Post hier nicht gerade das, was man verlässlich nennt oder so, keine Ahnung. Also ich bin damals zum Innenministerium gegangen hier in Jerusalem und habe das selber abgeholt, weil ja, es ist sicherer. Also man kann sich dann aussuchen, ob man das selber abholt oder mit der Post zugestellt bekommt oder irgend sowas. Also ich habe es dann lieber abgeholt. Mit der Einwanderung, mit der Aliyah, bekommt ihr den israelischen Personalausweis. Den müsst ihr natürlich dann separat nach eurer Ankunft hier, wie gesagt, auf dem Innenministerium eures Wohnortes beantragen. Und manchmal geht es schneller, manchmal geht es weniger schnell. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es bei mir gedauert hat, aber das ist schon 23 Jahre her. Spielt wahrscheinlich heute keine Rolle mehr. Aber okay. Und mit diesem Ausweis bekommt ihr oder habt ihr die israelische Staatsbürgerschaft.
In dem Ausweis ist vorhanden ein Foto von euch, also der Kopf, ne? Wie ganz normal, in jedem anderen Ausweis auch. Dann steht euer Name da drin, euer Geburtsdatum, der Name eurer Eltern, also von Vater und Mutter der Name. Wann der Ausweis ausgestellt wurde, also das Datum, euer Geschlecht, männlich oder weiblich, was anderes gibt es nicht. Was steht noch drin? Ich glaube so ungefähr, dass es das war. Ich habe bestimmt was vergessen. Aber, und das ist wichtig, es steht auch noch euer Geburtsdatum drin, gemäß dem jüdischen Kalender. Also steht das Geburtsdatum normal, aber auch das Geburtsdatum separat, meistens unter dem Bild auf der linken Seite, das hebräische, also das jüdische Geburtsdatum gemäß dem jüdischen Kalender. Das Geburtsdatum und das Jahr gemäß dem jüdischen Kalender, in dem ihr geboren seid. Wenn das nicht drin steht, dann bedeutet das, dass ihr keine Juden seid. Also früher war es mal so, noch in den 90er Jahren, bis in die 90er Jahre, vielleicht auch noch bis 2000, dass in den israelischen Personalausweisen drin stand, ob da jemand Christ ist, Moslem oder Jude. Das wurde dann abgeschafft und es gibt natürlich Mittel und Wege, versteckte, herauszufinden, wer was ist, zumindest ob jemand Jude ist. Wenn jemand natürlich Palästinenser ist und sein Name ist Mohammed oder so, oder Mahmoud oder was weiß ich, dann ist das natürlich klar, dass er kein Jude ist. Und den Palästinensern macht das auch nichts aus, dass da jetzt zum Beispiel kein Geburtsdatum gemäß des jüdischen Kalenders steht. Das macht denen nichts aus, das ist denen vollkommen egal. Aber wenn ihr so einen Ausweis in die Hand bekommt von irgendjemandem, und da steht kein Geburtsdatum drin unter dem Bild auf der linken Seite gemäß des jüdischen Kalenders, dann ist die Person kein Jude. Dann kann er Christ sein, dann kann er irgendwas ohne Religionszugehörigkeit, also ohne irgendwelche Zugehörigkeit, oder Muslim sein. Ich glaube, die Christen haben sich früher mal darüber aufgeregt, weiß ich nicht mehr. Palästinenser regen sich darüber nicht auf, denen ist das vollkommen wurscht. Aber wie gesagt, Palästinenser sind natürlich auch in Israel israelische Staatsbürger und haben diesen Ausweis, soweit sie denn nicht in der palästinensischen Autonomie leben, denn dort gelten andere Regeln und sie haben ihre eigenen Ausweise. Aber mit der Einwanderung als Jude hier, wenn man offiziell Aliyah macht, bekommt man die israelische Staatsbürgerschaft und somit auch den Personalausweis. Es gibt Länder, darunter auch Deutschland, also wie ich gehört habe, auch Holland oder halt andere Länder, die das nicht so gerne sehen, wenn ihr eine zweite Staatsbürgerschaft annehmt, sprich die israelische Staatsbürgerschaft. Die sagen dann, wie in meinem Falle vor 23 Jahren, wenn du oder sobald du, und das beruht auf einem Gesetz von 1919, soweit mir bekannt, wenn ein deutscher Staatsbürger eine zweite Staatsbürgerschaft annimmt, dann verfällt automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, die verliert man. Und zu meiner Zeit, als ich Aliyah gemacht habe, sprich nach Israel offiziell eingewandert bin, im Jahre 2000, war die deutsche Gesetzeslage so, dass, wenn man jetzt aus Deutschland eingewandert ist, man die israelische Staatsbürgerschaft ablehnen musste, um die deutsche zu behalten. Bedeutet, man hat
schon irgendwie seinen Personalausweis bekommen, aber keinen israelischen Pass. Und da liegt der Unterschied. Es gibt hier Leute im Land, die haben Aliyah gemacht und die haben einen israelischen Personalausweis, aber keinen israelischen Pass. Und da gibt es einen Unterschied. Wenn man den Personalausweis hat, dann ist man Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten. Mit einer Ausnahme, mit einer offiziellen Ausnahme, die da lautet, wenn man eine andere Staatsbürgerschaft hat, nehmen wir mal an, ihr seid jetzt Deutsche und verzichtet bei eurer Einwanderung irgendwie auf die israelische Staatsbürgerschaft, dann bekommt ihr einen israelischen Personalausweis, den blauen, aber keinen israelischen Pass. Ihr habt alle Rechte und Pflichten wie ein normaler Staatsbürger auch, mit einer Ausnahme, die da lautet, ihr dürft nicht für die Knesset wählen. Also ihr dürft bei den Kommunalwahlen teilnehmen zum Beispiel, aber ihr dürft, wenn ihr diese ganze Staatsbürgerschaft abgelehnt habt, dann dürft ihr nicht für die Knesset wählen. Das macht so einen Unterschied. Die deutsche Gesetzeslage heute schaut ganz anders aus, nämlich dass man da, wenn man die israelische Staatsbürgerschaft bekommt, man bekommt sie ja automatisch, man fragt ja nicht danach, dass man dann so bei der deutschen Botschaft einen Antrag auf Beibehaltungsgenehmigung, was für ein deutsches Wort, auf Beibehaltungsgenehmigung stellen muss. Und das heißt, dass das ist so ein bürokratischer Weg, auch nicht kostenlos, wie ich gehört habe. Und wenn man das dann alles mitmacht bei der deutschen Botschaft, dann kann man die deutsche Staatsbürgerschaft behalten. Neben der israelischen Staatsbürgerschaft. Bei mir war das so vor 23 Jahren, dass ich aufgrund dessen, dass ich die israelische Staatsbürgerschaft mit der Einwanderung sofort bekommen habe, habe ich solche Sachen nicht gestellt. Also solche Anträge mit Beibehaltung, ich glaube, das gab es damals noch gar nicht, oder man musste über das Bundesverwaltungsgericht durch die deutsche Botschaft gehen und was weiß ich alles, habe ich alles nicht gemacht, hat mich nicht interessiert. Und dadurch habe ich zu der Zeit, weil die Gesetzeslage so war, meine deutsche Staatsbürgerschaft verloren, was mir egal war, weil brauchte ich nicht. Da brauche ich bis heute nicht. Ich war vor ein paar Jahren mal auf der deutschen Botschaft, nicht deswegen, sondern wegen einer anderen Sache. Ich musste da hin, weil meine Unterschrift ich musste ein Formular unterschreiben, ein offizielles für Deutschland, in einer Rechtsangelegenheit, und da musste meine Unterschrift bestätigt werden und da musste ich da persönlich hin zur deutschen Botschaft. Und dann hatte ich einen israelischen Personalausweis. Ich habe meinen alten deutschen Pass mitgenommen zur Vorsicht, der aber schon im Jahr 2003 abgelaufen ist. Und dann sagte mir die Angestellte, ja, ich könnte ja das Ganze jetzt mit dieser Beibehaltungsgenehmigung, da sich die Gesetzeslage geändert hat, könnte ich diesen Antrag stellen und dann würde darüber entschieden werden, müsste ich zu einem Gespräch mit einem deutschen Diplomaten und solche Sachen und dann irgendwie nachweisen, welche Verbindungen ich noch zu Deutschland habe und überhaupt. Und dann hat sie mir das Formular mal mitgegeben. Das liegt irgendwo bei mir in der Schublade ganz unten. Ich habe ihr gleich gesagt, dass ich das nicht machen werde, aber sie meinte, nimm mal halt mit. Also somit habe ich nur die deutsche Staatsbürgerschaft, Ich habe nur die israelische Staatsbürgerschaft. Ich bin kein deutscher Staatsbürger mehr, was mich auch nicht interessiert. Also ich vermisse da nichts und ich bin auch nicht derjenige, der einwandert oder so und immer noch so ein kleines Türchen offen halten will,
zu Deutschland und bloß nicht die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren, sonst kann man da nicht mehr zurück oder man kriegt kein Bürgergeld oder was weiß ich. Das hat mich alles nicht interessiert. Ich wusste, dass ich hier bleibe. Und somit bin ich glücklich mit der israelischen Staatsbürgerschaft alleine. Aber wenn ihr, sage ich mal, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu behalten oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was da aktuell der Fall ist, wenn ihr, sage ich mal, in dem Fall, warum auch immer, nur einen israelischen Personalausweis besitzt und keinen israelischen Pass aus Staatsbürgerschaftsgründen, dann dürft ihr nicht für die Knesset wählen, sondern nur für kommunal, auf kommunaler Ebene halt, Bürgermeister und sowas. Ein weiterer Unterschied ist, das ist jetzt nicht offiziell, aber das wird so gehandhabt, wenn ihr nur, in Anführungsstrichen, einen Personalausweis habt und keinen israelischen Pass, dann ist es vielerseits der Fall, dass ihr bestimmte Arbeitsstellen nicht bekommt. Zum Beispiel bei Ministerien. Wenn ihr für die Regierung arbeiten wollt oder irgend sowas und ihr habt keinen israelischen Pass und seid damit eingeschränkt so ein bisschen in eurer Staatsbürgerschaft aufgrund der Knesset-Wahlen. Aber das wird bei solchen Jobs, sage ich mal, etwas negativ ausgelegt. Und da kann es schon sein, dass ihr bestimmte Regierungsjobs nicht bekommt, wenn ihr nicht beides habt, den Personalausweis plus den Pass. Das kann schon vorkommen. Ich denke, dass euch das vielleicht niemand sagt bei der Ablehnung, aber das könnte zum Beispiel der Fall sein. Vielleicht auch sogar der Fall bei der Armee, weiß ich nicht. Aber wenn ihr irgendwas in offizielle Positionen wollt, dann solltet ihr schon einen Personalausweis plus den Pass haben. Wie das natürlich jetzt gehandhabt wird mit der deutschen Botschaft und die Gesetzeslage aktuell, also ich kenne das jetzt nur mit der Beibehaltungsgenehmigung und all solchen Sachen, weiß ich nicht. Aber es ist hier in Israel schon sehr, sehr wichtig, dass man den Personalausweis besitzt, denn es macht das Leben einfach einfacher. Wenn ihr den Personalausweis bekommt, dann trägt dieser Ausweis eine Nummer. Ich glaube, das sind 9 Ziffern, also Nummern, Zahlen. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, und diese Mispar Zehut, diese Ausweisnummer, bekommt ihr nur einmal vergeben. Und ihr solltet diese Nummer sofort auswendig lernen. Auf Hebräisch, nicht auf Englisch, auf Hebräisch. Also diese Zahlen, diese 9 Zahlen, wenn euch jemand fragt, was ist eure Ausweisnummer, dann solltet ihr diese 9 Zahlen in hebräischer Sprache wissen. Und auch auswendig. Also ihr müsst das echt auswendig können, weil diese Nummer wird ständig gefragt. Es ist egal, ob auf der Krankenkasse oder im Rathaus oder im Krankenhaus oder beim Arzt oder auf der Bank oder wenn ihr da irgendwelche Sachen zu regeln habt oder was weiß ich wo. Alle fragen euch immer nach dieser Nummer. Und am Anfang war das bei mir auch so, ne? Ich wusste das gar nicht. Und dann haben die immer gefragt, ja, was ist denn deine Nummer, ne? Deine Personalausweisnummer? Dann fing ich erstmal an, den Ausweis rauszukramen. Und dann habe ich erstmal geschaut nach der Nummer. Und dann meinte jemand, ja, kannst du die nicht auswendig? Und dann habe ich gesagt, nö, weiß ich jetzt gar nicht, ne, dass man das machen muss. Aber es ist schon, also mit der Zeit, weil es auch ständig gefragt wird, mit der Zeit kennt ihr das auch auswendig und es macht einen besseren Eindruck, wenn ihr die Nummer auswendig könnt und dann auch noch auf hebräischer Sprache, in hebräischer Sprache. Also diese 9 Zahlen. Sind das 9? Ich bin immer noch am Überlegen.
Ja, es sind 9 Zahlen, also so eine Zahlenreihe. Und diese Nummer, diese Personalausweisnummer behaltet ihr sozusagen bis zum Tod. Das ist immer die gleiche Nummer. Also mit jedem neuen Personalausweis, den ihr beantragt, bekommt ihr immer die gleiche Nummer. Das ist hier im Land eure Identifikationsnummer. Damit werdet ihr identifiziert. Nicht unbedingt mit dem Namen, ja, mit dem Namen auch irgendwie. Aber ihr werdet hier nicht, wie in Deutschland zum Beispiel der Fall, nach dem Geburtsdatum identifiziert. Ihr werdet immer und überall hier, bis ihr im Sarg liegt, dann sagt, gibt es hier nicht, hier wird man in ein Tuch eingewickelt, es gibt hier keine Särge, nach dem Tod meine ich, bis dahin, bis zum Grab, werdet ihr diese eine Nummer behalten. Und die dient zu eurer Identifikation in allen Belangen hier im Land. In Amerika ist es zum Beispiel die Social Security Number. Hier in Israel ist es die Personalausweisnummer. Und in Deutschland, also zu meiner Zeit jedenfalls noch, wurde man identifiziert. Also es gibt ja Leute, die haben den gleichen Namen, ne? Otto Müller oder so. Und da gibt es ja viele Ottos. Und dann wurde man halt nach dem Geburtsdatum identifiziert. Das ist hier nicht so. Hier hat jeder seine Personalausweisnummer. Und wenn ihr ins Krankenhaus geht, zum Beispiel bei meinen OPs hier oder so, oder überhaupt, ich muss ja immer in die Onkologie und solche Sachen, und ich bekomme da meine Sticker für Medikamente, für Überweisungen, alles Mögliche beim Onkologen oder für die Chemotherapie, da klebt das dann auch drauf. Da steht immer, natürlich noch neben dem Namen, der steht auch drauf, aber es steht immer die Personalausweisnummer drauf. Und auch als ich vor, ja, jetzt sind schon fast 2 Monate her, meine letzte OP hatte, bekommt man ja dieses Bändchen um das Handgelenk. Und da steht dann auch der Name drauf, der Name vom Vater und die Personalausweisnummer. Und wenn du dann reingeschoben wirst in den OP oder vorher, dann kommt einer mit diesem Scanner, da ist dann auch noch so ein Barcode drauf, ne, auf dem Bändchen. Und dann wird es eingescannt und es geht immer nach deiner Nummer. So wirst du identifiziert und dass du in den richtigen OP-Raum geschoben wirst, nicht woanders hin. Ja, das ist hier sehr, sehr wichtig zu haben, auch wenn du zum Beispiel über Telefon macht man hier total viel oder über die Website geht auch. Ich mache das immer über Telefon. Da bezahle ich meine Rechnungen wie Gas und solche Sachen. Und da musst du auch also du redest da mit niemandem. Das ist so, da tippst du immer die Nummern ein und da tippst du zuerst mal ein. Ja, bei der Gasrechnung zum Beispiel deine Servicenummer, also wie heißt das auf Deutsch? Also deine eigene Nummer mit den Gaswerken, deine Kundennummer, genau, Kundennummer heißt das, die tippst du dann ein und dann deine Personalausweisnummer auch noch und natürlich dann deine Bankverbindung, Kreditkartennummer und solche Sachen. Aber auch wenn du zum Beispiel Arzttermine ausmachen willst, das kann man bei der Krankenkasse machen, indem man dort anruft. Ich mache das immer, ich habe die App von meiner Krankenkasse und heute geht alles online. Entweder geht man zur Website von der Krankenkasse, da kannst du Arzttermine ausmachen, kannst du dir aussuchen, wann du hingehst, da steht dann der Monat, die Wochentage, die Zeiten, was noch frei ist und dann machst du das alles über die Website, brauchst du da gar nicht mehr anrufen, mache ich nicht. Oder du lädst dir die App runter, zum Beispiel von der Krankenkarte und machst es dann per App und machst deine Arzttermine aus. Das geht alles ruckzuck oder
Wenn ich irgendwelche Medikamente brauche, dann schicke ich eine Nachricht an meinen Hausarzt bei der Krankenkasse. Das geht alles mit der App. Also ich brauche da gar nicht hin zu ihm. Ich schicke dann, ja, ich schicke dann über diese App eine Message an meinen Hausarzt, was ich für Medikamente brauche. Dann kriegt man zurück, dass das bis zu 4 Tage dauern kann. Meistens geht das schon nach 1 oder 2 Tagen, schickt dann der Arzt eine Bestätigung per SMS und per E-Mail, dass ja, man sich die Medikamente bei der Krankenkasse in der Apotheke abholen kann. Und das geht hier alles online, per App und solche Sachen. Da braucht man sich jetzt gar nicht mehr viel drum kümmern. Aber wenn du dich in die App einloggst, dann wollen die deine Personalausweisnummer haben. Und die Personalausweisnummer folgt immer bestimmten, ja, wer hier zum Beispiel geboren wurde, schon vor einigen Jahrzehnten oder so, der hat dann zum Beispiel als erste Ziffer hat dann die 0 stehen. 0, 1, 2, was weiß ich. Und das geht dann immer aufwärts. Ich glaub, weiß gar nicht, wo sie jetzt sind, ob sie immer noch bei 3 bei der ersten Ziffer sind oder schon bei 4, keine Ahnung. Aber das folgt immer einem bestimmten, also der Reihe nach, sage ich jetzt einfach mal. Man bekommt diese Personalausweisnummer nicht wahllos, sondern es geht überall in der Bevölkerung der Reihe nach, wer hier halt so herkommt. Da gibt es so, ja, halt der Reihe nach, wie die Ziffern dann halt sein müssen. Also nicht wahllos irgendwas zusammengeklatscht. Und oft sieht man dann auch, ne, wann hier jemand hergekommen ist oder so. Oder man sieht es dann, ob jemand eine 0 hat oder eine 1 als erste Ziffer oder eine 3 oder so, ne. Die Leute, die eine 3 haben, sind dann, was weiß ich, in den 90er Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren gekommen. Ich weiß nicht, ob immer noch 3 läuft. Wie gesagt, keine Ahnung. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist es von Vorteil, wenn ihr diese Nummer habt, sprich auch den Personalausweis. Denn wenn ihr jetzt, sage ich mal, irgendwo hinkommt und irgendeine andere Nummer nehmt, zum Beispiel eure Passnummer, ihr habt keine Staatsbürgerschaft hier, und dann fragen die euch, was deine Nummer, weil hier wird alles nach dieser Nummer identifiziert. Aber in Deutschland ist es ja so, meines Wissens, dass ich weiß nicht, ob im deutschen Personalausweis heute eine Nummer steht. Im Pass war das mal so, weiß ich auch nicht, ob das noch existiert. Aber mit jedem Pass bekommt ihr ja eine neue Nummer. Das ist ja nicht jedes Mal dieselbe Passnummer, die Identifikationsnummer. Weil danach geht es ja nicht in Deutschland. Und dann habt ihr natürlich hier ein Problem, wenn ihr hier irgendwo anruft oder so und irgendwas regeln wollt, am Telefon einfach mal eine Rechnung bezahlen und ihr seid keine Staatsbürger hier. Und dann wird euch gesagt, also diese aufgenommene Stimme sagt euch dann, gib mal deine Personalausweisnummer ein. Und dann habt ihr hier ein Problem, wenn ihr da irgendwas Komisches habt, ihr habt da zum Beispiel erste Ziffer eine 7 oder so. Gibt es hier bei den Personalausweisen noch nicht, so weit sind wir noch gar nicht fortgeschritten der Reihe nach. Es war jetzt erst bei 3, vielleicht ist es auch schon 4, kann sein, aber vielleicht ist es auch noch 3. Aber die 7 als erste Ziffer zum Beispiel existiert überhaupt nicht. Und dann kriegt ihr eine Fehlermeldung und dann müsst ihr dort anrufen und das verklickern, dass ihr irgendeinen anderen Pass habt. Und jetzt da eure Passnummer gebt oder so. Aber wie das dann funktioniert, weiß ich nicht, weil das ist dann nicht so direkt eure Identifikationsnummer, denn mit jedem Pass habt ihr eine andere Nummer. Also dann geht es da nach eurem Namen. Und das ist dann hier schon wieder alles komplizierter, weil es ist einfach einfacher, diese ganze Bürokratie, alles im täglichen Leben zu machen mit einer israelischen Identifikationsnummer, die in dem Personalausweis steht. Dann geht das alles ratzfatz und dann braucht man nicht erklären und rummachen und solche Sachen mit Kreditkarte und mit, weiß ich nicht, allen möglichen Sachen des täglichen Lebens.
dann ist das nicht so wahnsinnig kompliziert. Und dass man da noch anrufen muss und wieder alles klarstellen und so. Ich weiß nicht, also bei meiner App von der Krankenkasse könnte ich jetzt gar nichts anderes eingeben. Die fragen ja nach der Personalausweisnummer. Und da könnte ich jetzt nicht irgendeinen ausländischen Pass eingeben oder so. Da müsste ich dann schon anrufen bei der Hotline und da Termine ausmachen oder irgendwas. Dann könnte ich die App eigentlich gar nicht benutzen. Und so ist das halt hier in vielen Sachen des täglichen Lebens mit dieser Nummer. Und wie gesagt, diese Nummer behaltet ihr sozusagen vom Tag der Geburt. Also man bekommt hier in Israel, glaube ich, mit 16 einen Personalausweis. Das erste Mal kann auch vielleicht 14 oder 15 sein, weiß ich nicht, aber ich sage jetzt mal mit 16. Und dann bekommt ihr diese Nummer mit eurem ersten Personalausweis oder nach der Einwanderung. Und dann bleibt diese Nummer für immer bestehen. Und mit dieser Nummer werdet ihr auch das Zeitliche segnen. Sag ich jetzt einfach mal. Und wenn ihr irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, der Personalausweis ist ja jetzt hier nicht unbedingt befristet. Wenn ihr aber irgendwie einen neuen beantragen wollt, weil der alte schon auseinanderfällt oder irgendwas anderes, dann bekommt ihr halt wieder dieselbe Personalausweisnummer, eure Identifikationsnummer. Ja, so, das ist hier in Israel nicht zu unterschätzen und das ist sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr hier neu seid oder so, dann lernt schnell diese Ziffern auswendig, die Personalausweisnummer, denn ihr werdet ständig danach gefragt. Das ist ganz egal wo. Mit der Zeit lernt man das sowieso. Ne? Mit der Zeit, du wirst hier so oft gefragt teilweise, mit der Zeit kannst du es dann eh auswendig. Wusste ich nicht, mir hat das keiner gesagt. Und ich habe dann, wie gesagt, in den ersten Tagen habe ich dann immer meinen Ausweis vorgezogen und habe das erstmal abgelesen. Aber ja, dann kann man es eh schon sagen. Und wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, wie gesagt, dann lernt ihr die Ziffern auf Hebräisch. Das ist ja nun nicht so schwer. Es geht ja von, sage ich mal, 0 bis 9 und das kriegt ihr ja irgendwie schon noch hin. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein zum Personalausweis. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr die gerne stellen. Also wir haben mit deutscher Staatsbürgerschaft und so, wie das da heute ist, kenne ich mich auch nicht mehr so aus. Aber die deutsche Botschaft von Tel Aviv hat eine Website. Und da könnt ihr auch E-Mails hinschreiben, ganz unverbindlich und die antworten euch dann hoffentlich. Oder die haben auch so ein Q&A-Ding auf ihrer Website und da sind schon viele, viele Fragen, also immer wieder wiederkehrende Fragen sind da schon immer beantwortet, gibt es auch. Aber wer da seine deutsche Staatsbürgerschaft behalten will, neben der israelischen, sollte sich vielleicht vorher kundigen, sonst ist sie irgendwie weg oder auch nicht. Und Beibehaltungsgenehmigung und so. Wie gesagt, mir ist das alles zu blöd. Und ich habe nach der ganzen Zeit, ich bin ja schon sehr lange hier, ich bin ja schon weit mehr als 2 Jahrzehnte hier. Und ich war in der ganzen Zeit nicht einmal in Deutschland und ich plane diesbezüglich auch nichts oder so. Und wenn, dann würde ich halt nach Deutschland als Tourist fahren. Mehr als ein paar Tage würde ich da eh nicht aushalten und dann komme ich wieder zurück. Also ich vermisse jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft nicht, weil ich habe ja mit Deutschland eigentlich gar nichts mehr zu tun, außer diesen Videos hier. Und mein Bruder lebt da noch und ein bisschen Familie. Aber ansonsten habe ich da jetzt so direkt mit Deutschland überhaupt nichts mehr zu tun. Ich habe alles hier, mein Leben spielt sich hier in Israel ab und nicht irgendwo anders und ich bin jetzt auch nicht der Typ oder ich war es auch nicht mit der Einwanderung, dass ich da sage, oh, ich schaue mal und wenn es nicht klappt und hier ist alles so doof, nee, dann gehe ich lieber wieder nach Deutschland. Also ich habe das schon sehr, sehr ernst genommen. Ich wusste, was mich erwartet hier. Ich hatte vorher schon hier gelebt, etwas mehr als 3 Jahre. Ich konnte die Sprache, als ich eingewandert bin, mehr oder weniger, jetzt etwas mehr als damals. Aber ich konnte mich verständigen und alles Mögliche.
Und ich wusste genau, was mich erwartet. Und ich habe das nicht einfach so, ach, ich probiere mal dann aus und da ist so ein Hype oder so. Nee, da mache ich mal mit. Damals war das nicht so. Und ja, ich habe das schon sehr ernst genommen und das war das, was ich wollte im Leben. Und ich habe es nicht bereut. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Und wenn ihr da richtig so bürokratische Sachen wissen wollt bezüglich der deutschen Staatsbürgerschaft und der Beibehaltung und all solche Sachen, dann schaut mal auf die Website der Deutschen Botschaft von Tel Aviv, könnt ihr ja googeln. Und da ist auch alles auf Deutsch und so, wird erklärt. Und wenn ihr da ganz spezifische Fragen habt oder so, dann könnt ihr denen auch eine E-Mail schicken. Die werden euch dann antworten, sind ja Deutsche. Da kriegt man schon eine Antwort. Okay, dann noch einen schönen Abend und bis demnächst.